live auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und wer weiß wo sonst noch. Ich freue mich auf jeden Fall, euch begrüßen zu dürfen zu diesem Live-Talk. Und ich habe heute einen wirklich großartigen Gast, auf den ich mich unglaublich freue. Wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Sie war einmal fast eine Mitarbeiterin bei mir geworden, hat sich beworben bei mir im Institut. Wir haben uns kennengelernt, sehr sympathische, junge, sehr attraktive, kluge, hoch engagierte Frau und hat sich dann entschieden, für jemand anders zu arbeiten, was sich im Nachhinein auch wirklich als gut herausstellte. Denn sie hat dort einen ganz tollen Job bekommen, nahe ihrer Heimatstadt. Und dann sind verrückte Dinge passiert und darüber hat sie tatsächlich ein Buch geschrieben. Und dieses Buch, das habe ich hier, da seht ihr die junge, hübsche Frau, gleich kommt sie live mit ins Bild, Mein Speed-Dating mit dem Tod. Ganz ehrlich, ich habe lange nicht mehr ein so fesselndes Buch gelesen. Ich war von den Socken. Und es ist für mich Tarantino als Sachbuch. Die Geschichten da drin sind knallhart. Es geht um das Thema Tod. Und ich musste gleichzeitig so oft lachen, einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil die junge Dame so einen wunderbaren Humor hat. Und ja, meldet euch bitte. Wir sind live. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen. Ich begrüße Ralf Klein, Christopher Schell, die dabei sind. Und ganz besonders begrüße ich meinen Gast, die liebe Tamara. Hallo, wie geht's dir? Hallo Michael, sehr gut. Ich hatte den ganzen Tag zu Hause, musste arbeiten, aber während Corona kann man sich das ja auch ganz angenehm machen mit Jogginghose und relativ entspannt dann mit einem guten Kaffee. Das ist schön, du hattest einen entspannten Tag. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, kannst du dich noch eigentlich erinnern an unsere erste Begegnung? Ja, tatsächlich. Ich bin ja damals über zwei Kommilitonen auf dich aufmerksam geworden, die mit dir zusammen ja ein Büro geteilt haben. Und ich damals ja noch total engagiert war, meine Moderationskarriere voranzubringen. Und dadurch sind wir damals ja, also die Jungs und ich damals ein bisschen näher zusammengekommen. Und ja, dann habe ich dich damals besucht und dann standest du da und dann habe ich erfahren, dass du Rhetoriktrainer bist. Und fand ich ultra interessant, weil mich dieses Thema, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, also es lag ja sehr nahe bei mir, dass ich mich für das Thema interessiere und dachte mir, Mensch, es wäre ja mega genial, wenn man da vielleicht mal ein Praktikum machen könnte. Dass da natürlich alles ein bisschen anders gekommen ist, hat, glaube ich, keiner erwartet. Ja, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die uns hier erwartet. Ich begrüße gleich mal ein paar Gäste, die live dabei sind. Ralf Klein habe ich sogar schon begrüßt und er sagt, er ist live und das im ICE nach Stuttgart, wunderbar. Andi Leffer ist dabei und noch viele, viele andere. Ich möchte euch sagen, dadurch, dass es ein Live-Talk ist, könnt ihr natürlich auch mitmachen. Und die Königsklasse ist auch dabei, freut mich, hey, schön, großartig. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt also Fragen stellen. Ich sehe die aus allen Portalen, also egal, ob ihr jetzt bei LinkedIn zuschaut, bei Facebook, haut also bitte rein, wenn ihr Fragen habt an Tamara. Dann immer gerne los. Wir werden das jetzt einfach so machen, Tamara. Wir schauen mal ein bisschen in dein Leben, bevor du das Speed-Dating mit dem Tod hattest. Wie bist du aufgewachsen? Familie, Geschwister, Schule, Studium, Nebenjob? Ein kleines bisschen, was hast du ja schon erzählt? Und dann wollen wir uns diesem unfassbar intensiven Erlebnis, dem ersten Tag einmal widmen. Und ja, wo kommst du her? Was machst du? Yusuf Kösem ist auch dabei auf LinkedIn. Schön, freue mich. Klasse, dass du dabei bist. Ich nehme an, ihr hört alle gut und alles ist in Ordnung mit Ton und so weiter. Einfach vielleicht mal einen Daumen schicken, das hilft dann auch. Also Tamara, stell dich doch einfach mal vor. Mach es. Ich bin Tamara, ich bin 27 Jahre alt und ja, bin eigentlich immer ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch gewesen. Ich hatte die schlechte Angewohnheit, immer 25 Sachen gleichzeitig machen zu wollen, immer schneller zu sein als die anderen. Ja, leider sehr ehrgeizig und dementsprechend war ich immer gut beschäftigt. Ich habe mein Studium gemacht, ich komme aus Nürnberg, bin damals dann, nachdem ich fertig war mit dem Abi, bin ich dann nach Köln gegangen, wollte dort ein duales Studium anfangen, habe aber nach einem Jahr festgestellt, das ist überhaupt gar nicht meins. Bin dann damals zurückgegangen nach Bamberg und habe damals dann Kommunikationswissenschaft angefangen zu studieren und habe mir nebenbei noch eine Moderationskarriere angelacht.
habe Events moderiert und hatte auch noch den Nebenjob damals auch schon mal bei meinem späteren Arbeitgeber dann. Also heißt, ich habe eigentlich keine Zeit gehabt, mal irgendwie durchzuschnaufen. Wochenende gab es bei mir nicht. Das Wochenende war immer Moderation angesagt und in der anderen Zeit dann Studium eben oder ja, Werkstudentenjob. Ja. Und ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Also ich bin jemand, der irgendwie immer Hummeln im Hintern hat, wahnsinnig ehrgeizig ist und denkt, ich muss mich nur genug anstrengen, dann kann ich alles schaffen. Zumindest war das bis dato so, bis mir dann mal die Bremse eben reingedrückt wurde. Ja, ich will noch Klaus Krebs, Thomas Mayer, der übrigens sich mit Büchern sehr gut auskennt und sagt, geiler Titel. Und Stefan Schink, er ist einer der ersten, die bei meinem Live-Rhetorik Virtual Reality Training dabei sind. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, Tamara, ein Leben mit Vollgas. Also wenn ich jetzt in dieses Ocean-Persönlichkeitsmodell hineinschauen würde, ohne dass wir beide jetzt diesen Test gemacht haben, würde ich sagen, du bist sehr hoch in Enthusiasmus, also begeisterungsfähig. Du bist wahrscheinlich sehr hoch in Fleiß. Das weiß ich auch. Du setzt die Dinge um, du arbeitest. Du bist, wie würdest du denn deine Ordnung einschätzen? Bist du ein ordentlicher Mensch? Kommt drauf an, muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin echt stolz, mein Zimmer, das kriege ich mittlerweile gut hin, dass da Ordnung da ist. Aber wenn es um meine Gedankengänge und das Sortieren meiner Arbeit angeht, da würde ich sagen, bin ich doch ein chaotischer Mensch, weil ich das noch interessant finde und das wollte ich ja auch noch machen. Und ja, da ich komme zu meinem Ende. Also ich bin jemand, der extrem darauf fokussiert ist, Ergebnisse zu sehen dann am Ende. Aber es leidet eben oftmals dann die Erholung darunter, weil ich dann halt auch mal vor allem früher dann um 9 Uhr abends immer noch gearbeitet habe, weil ich es nicht lassen konnte, dann den Ja. Punkt auf der To-Do-Liste noch abzuhaken. Tja, also wahnsinnig fleißig. Wie war denn dein Alltag? Ich sag mal bewusst bis zum 28.01.2018. Wie sah es kurz vorher aus, bevor du das Speed-Dating mit dem Tod hattest? Ja, ich hatte ja 2016 schon den ersten Schlag vor dem Bug sozusagen. Ich habe damals schon die Dia also ich habe gemerkt, dass ich nie so richtig zur Ruhe gekommen bin dann zu dem Zeitpunkt. Also ich habe damals extrem viel Stress in der Arbeit gehabt und gemerkt, dass ich irgendwie so einen Druck auf der Brust habe und ich bin nicht, ich bin irgendwie, ich komme nicht mehr runter von diesem die ganze Zeit hibbelig sein. Und dann bin ich damals zum Arzt gegangen und dann hatten sie schon damals einen Ultraschall gemacht und schon festgestellt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Geh mal lieber zum Kardiologen. Habe ich dann damals auch gemacht. Und dann kam raus, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe, die ich vermutlich irgendwann mal bekommen habe, indem ich krank Sport gemacht habe, also krank ins Fitnessstudio gegangen bin. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich damals eben bei dir das Praktikum anfangen wollte, wo ich dann eben in der Probezeit meines neuen Arbeitgebers war und musste dann 2 Monate pausieren schon, also von der Arbeit da, zu Hause bleiben und insgesamt 1,5 Monate, 1,5 Jahre durfte ich keinen Sport machen, bis der Arzt dann damals sagt, okay, jetzt kannst du wieder loslegen, ich glaube, du bist wieder gesund so ungefähr, was ich dann eben auch getan habe. Also ich war gerade eigentlich vor dem 28.01. gerade wieder dabei, aufs Gaspedal so langsam zu treten und wieder ordentlich Gas zu geben. Und das hört man ja auch oft im Fitnessstudio, so auch so eine leichte Erkältung, das macht doch nichts, da kann man sich trotzdem auspowern. Gefährlich. ein Spiel mit dem Teufel, ein Stück weit, das kann richtig nach hinten losgehen. Das ist wirklich, es wird einem oftmals so beigebracht. Ich komme auch aus einer Familie, wo man sagt, stell dich nicht so an, mach noch. Also auf seinen Körper hören, das tun bei uns nur wenige. Und von daher dachte ich auch, das ist nichts Schlimmes. Und man sagt ja auch, rausschwitzen, wie du sagst. Und habe das dann eben damals gemacht. Ich war nicht bewusst krank, also ich muss dazu sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich, dass ich krank war, weil ich so unter Stress stand, dass mein Körper das gar nicht rausgelassen hat. Aber hätte ich weniger Stress gehabt, dann hätte ich es vielleicht früher gemerkt und hätte vielleicht eine Pause gemacht, die dann eben nicht dazu geführt hätte, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Stress ist ja auch irgendwie ein guter Verdränger, ne? Ja, definitiv. Also ich hatte meine Ziele und mit anderen Dingen wollte ich mich nicht beschäftigen, klar. Dann immer weiter, immer weiter, immer weiter in diesem Hamsterrad, wo du ja dann auch bis zum gewissen Punkt, irgendwann kommst du da ja gar nicht mehr raus. Also du bist ja dann so in deinem
Film irgendwie drinnen, dass du da ja, das ist wie eine Sucht, glaube ich. Also ich würde es beschreiben, wie wenn andere, keine Ahnung, alkoholabhängig sind oder so. Ich war abhängig von diesem Erfolg und von dem Vorankommen. In deinem, ich kann es immer nur wiederholen, großartigen Buch. Ich habe es auch unten mal verlinkt und knall den Link auch gleich nochmal in den Chat rein. Da beschreibst du ja zum einen natürlich auch deinen unglaublichen Ehrgeiz, den du gehabt hast. Ist das etwas, was da von der Familie mitgegeben wurde? Ja, also ich bin in der Familie, gerade mein Vater ist jemand, der auch sehr ehrgeizig war, auch sehr ambitionierte Ziele immer hatte und ja, das wurde mir schon immer ein Stück weit beigebracht. Also ich habe auch immer so Glaubenssätze bekommen, du musst besser sein als der Durchschnitt, nur dann kannst du mehr werden und du musst immer unabhängig sein, immer als Frau vor allem, du musst selbstständig sein und so weiter und so fort. Und das waren immer so, ja, so Glaubenssätze, die bei mir im Kopf festhingen und wo ich dann, ja, wo du dein ganzes Handeln im Prinzip danach ausrichtest. Also dein Leben ja relativ kurz und knapp beschrieben. Wir sehen dich, wir erleben dich hier als wirklich total enthusiastischen, sehr attraktiven Menschen, der auch gerne im Mittelpunkt steht. Du hast diesen Moderationsjob gemacht. Ich habe das auch sehr verfolgt. Also für eine große, namhafte Nürnberger Firma ein riesiges Sportevent moderiert, sehr viel Zuspruch bekommen. Du ziehst deine Dinge durch, du machst deine Ausbildung, du machst dein Studium. Du machst einen Nebenjob und du machst Sport. Und das offensichtlich in einem Sportstudio, das nicht im Erdgeschoss ist. Und dann kam es, nachdem du also wusstest ja schon, dass du eine Herzmuskelerkrankung hast, zu diesem 28.01.2018. Beschreib diesen Tag mal. Ich kann ihn tatsächlich nur noch aus Erzählungen berichten, weil ich selber davon rein gar nichts mehr weiß. Ich weiß, doch, eins weiß ich noch. Ich bin ins Fitnessstudio gefahren und ich habe mit meinem Papa telefoniert. Das ist noch eine Sache, die mir geblieben ist. Und anscheinend, ich bin dann eben hochgegangen ins Fitnessstudio, habe mich damals dann aufs Fahrrad gesetzt und wollte einfach, nachdem ich den ganzen Tag, ich habe für die Uni was gemacht, das habe ich im Nachhinein dann auf, ja, auf meinem PC gesehen und ich habe den ganzen Tag Unikram gemacht und ich wollte wahrscheinlich abends mich einfach dann nochmal auspowern. Ja, und bin dann rein, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin losgestrampelt und ich bin dann auch immer jemand, der dann seine Grenzen, also ich habe meine beste Zeit und ich will dann noch besser sein und noch besser und noch besser. Naja, egal wie, so wie es scheint, habe ich damals Herzrückenstörungen bekommen und gefährliche Herzrückenstörungen. Also es gibt ja die gesunden Rhythmusstörungen, sage ich jetzt mal, die jeder Mensch hat und die gefährlich werden können. Ich hatte leider diese gefährlichen Rhythmusstörungen und hatte dann daraufhin Kammerflimmern. Also mein Herz hat nur noch gezittert, nicht mehr richtig gepumpt. Und kurz darauf hat es dann ganz aufgehört zu schlagen. In dem Moment bin ich, oder in dieser Zeit, das sind, keine Ahnung, Sekunden, bin ich ohnmächtig geworden, bin dann damals vom Fahrrad runtergefallen und liegen geblieben. Und ja, dann hat sich damals erst eine Traube um mich natürlich gebildet. Keiner wusste so richtig, was er machen soll. Ich weiß von Erzählungen, dass da zwei Jungs waren, die haben dann erstmal mir den Kopf gehalten, weil sie dachten, ich bin halt einfach nur ohnmächtig geworden. Und hatte dann das Glück aber, dass fünf Jungs kurz darauf dann auch gekommen sind, nachdem da eben Schreie zu hören waren. Und da waren zwei Medizinstudenten dabei, ein Polizist und noch jemand, der so eine ähnliche Situation ein Jahr vorher schon erlebt hat. Und die wussten sofort, wie sie reagieren müssen und haben gemerkt, dass ich keinen Puls mehr hatte. Und haben dann damals eben ohne groß nachzudenken angefangen, mich zu reanimieren. Und haben mir damit dann das Leben gerettet. Also es war ja sehr knapp. Die mussten mich insgesamt eine Dreiviertelstunde reanimieren, weil es ewig gedauert hat, bis der Notarzt damals mit dem Defibrillator kam. Und haben es eben super gut gemacht. Dennoch mussten sie mich dann damals, nachdem sie mich, glaube ich, zweimal geschockt haben mit dem Defibrillator, ins künstliche Koma versetzen. Und keiner wusste, als ich ins Krankenhaus gebracht wurde, ob ich jemals nochmal aufwache und wie ich vor allem aufwache. Und ja, dann sind meine Eltern nachts noch informiert worden. Die sind dann damals noch ins Krankenhaus gekommen. Und erst am nächsten Tag
bin ich dann damals aus dem künstlichen Koma wieder hervorgeholt worden. Ja, das beschreibst du alles in deinem Buch mit einem erstaunlichen Humor, muss ich sagen. du selber hast es ja schon gesagt, du hast von dieser ganzen Situation nichts mitgekriegt, aber deine fünf Lebensretter, die hast du dann wieder getroffen. Es gibt ja beim Bayerischen Rundfunk einen kurzen Fernsehausschnitt, also du warst dort im Interview, weiß ich. Ich habe das jetzt mal hochgeladen, das ist glücklicherweise auf focus.de noch zu sehen und deswegen schalte ich mich mal kurz hoch, weil jetzt kann ich den Bildschirm umschalten und dann können wir mal gucken und du kannst mal sagen, ist das sogar dein Lebensretter? Wir schauen mal rein hier. Tamara treibt damals exzessiv Sport, arbeitet Vollzeit und studiert noch dazu, hört wenig auf ihren Körper und ignoriert eine Erkältung. Dann passiert es vor 2 Jahren in einem Nürnberger Fitnessstudio. Der damals 24-Jährigen wird schummrig. Das Herz hört plötzlich auf zu schlagen. Das Studio ist zu dem Zeitpunkt gut besucht und ein Helfer gleich zur Stelle, nämlich Bilgin Akbasch. Er schaltet sofort, beginnt mit der Reanimation. So, jetzt kommt er auch zu Wort, der gute Mann. Ist das einer deiner fünf Lebensretter? Ja, genau. Das war einer von denen, die sofort reagiert hatten. Das war der, der die Situation ein Jahr vorher schon mal erlebt hatte mit einer anderen Frau und dadurch eben wusste, was getan werden muss. Ja. Wow, und die hast du später nochmal wieder getroffen. Wie war das denn? Das muss ja ein ganz besonderes Date gewesen sein. Gibt es da eine Liste von der Polizei, in der es heißt, hier sind deine Leute? Ich weiß, nein, weil ich habe ja dein Buch gelesen, aber erzähl mal, wie bist du an die Adressen rangekommen? Ja, ich habe meinen Charme spielen lassen. Wenn man ihn schon mal hat, kann man ihn ja ausnutzen. ich war damals ja im Krankenhaus. Ich hatte dann auch 5 Tage kein Kurzzeitgedächtnis, als ich aus dem Koma wieder hergeholt wurde. Also ich war wie Dory von Findet Nemo. Ich habe alle 5 Minuten dasselbe gefragt. Und erst am 5. Tag konnte ich auch mal was behalten. Und habe damals dann erfahren, dass mein Arzt, den ich dort hatte, die 2 Medizinstudenten kannte. Und die haben bei ihm studiert eben. Und dadurch bin ich dann irgendwie an diese Adressen gekommen. Er hat mir die dann eben gegeben, Gott sei Dank. Und dann habe ich im Fitnessstudio damals angerufen. Den war ich natürlich auch im Begriff. Und habe da dann halt mal so ein bisschen gefragt, ob ich denn eventuell die Adressen haben könnte. Die haben auch damals die Adressen hinterlegt, die anderen beiden. Also von 4 habe ich den Kontakt. Einer fehlt mir tatsächlich. Den konnte ich nicht wieder ausfindig machen. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Vielleicht schaut er ja zu. Mal gucken, meld dich. Genau. Er wollte wohl ein Schutzengel bleiben, in Gedenken sozusagen. Aber ich habe ihn leider nicht mehr wieder treffen können. Und aber von den anderen beiden habe ich eben dann übers Fitnessstudio den Kontakt bekommen und habe damals dann mich auch relativ zeitnah gemeldet. Einer hat sich dann sogar, hat mich im Krankenhaus besucht, der jetzt gerade im Film zu sehen war. Und ja, insgesamt, ich glaube 2 Monate später haben wir uns dann, nachdem ich von der Reha wieder da war und so, haben wir uns dann in Nürnberg verabredet und sind zusammen dann wo essen gegangen. Ich habe die Jungs eingeladen, wenigstens als kleines Dankeschön. Und wir haben uns dann eben nochmal in dieser Runde, Gott sei Dank in einem glücklicheren Ambiente, sage ich jetzt mal, kennengelernt. Und habe gesehen, wer mir das Leben gerettet hat. Ja, also ich stelle mir diesen Augenblick einfach unglaublich vor. Ich meine, du bist im Fitnessstudio, kriegst diesen, ich nenne es jetzt mal unfachmännisch Herzschlag. Dann, die haben dich eine Dreiviertelstunde reanimiert. Das heißt ja, also Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja. Das ist ja eine unfassbare Leistung, die da vollbracht haben. Und jetzt stehst du diesen Menschen das erste Mal gegenüber. Ich stelle mir vor, ich würde ja selbst sofort einen Herzkasper kriegen, alleine bei der Situation. Ja, also es war schon sehr, ich glaube, es war auch für alle sehr emotional, also nicht nur für mich, sondern auch für die Jungs. Wir waren auch, dafür, dass wir uns ja noch nie gesehen haben, in Anführungsstrichen, also dass wir noch nie miteinander geredet haben, hatten wir wirklich, wir haben den kompletten Abend nur geredet und hatten sofort so eine total, ja, enge Verbindung irgendwie, obwohl man davor sich noch nie gesehen hat. Aber man wusste einfach, dass da etwas ganz Wahnsinniges passiert ist, was irgendwo einen auch ein Leben lang verbinden wird und man nicht so schnell vergessen wird. Und
Das war definitiv ein sehr emotionales Erlebnis, das ich nicht missen möchte und wo ich echt froh bin, dass ich die Jungs getroffen habe. Ja, vor allen Dingen, wie toll, dass die da waren in dem Fitnessstudio. Denn ich weiß aus dem Buch, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Der eine oder andere soll es ja bitte auch um Gottes Willen lesen und auf deiner Website kaufen, die ich verlinkt habe. Ich habe das ja in den Link reingesetzt. Das könnt ihr direkt auf der Internetseite von Tamara kaufen. Und Ralf Klein sagt Respekt. Da sieht man mal, wie wichtig das regelmäßige Ersthelfertraining ist. Absolut. Ja, absolut. Jeder, der auch schon mal in der Situation war, erste Hilfe leisten zu müssen, weiß das, wie gut es ist, wenn man die Dinge noch in Erinnerung hat. Und das ist schon mal der erste App-Tipp. Es gibt auch Erste-Hilfe-Apps übrigens, die man sich auf sein Handy laden kann, die einem, falls man totale Panik kriegt, zumindest mal sagen, welche Wege man so Schritte, man Schritt für Schritt zu gehen hat. Und jetzt bist du ja, liebe Tamara, so eine Postkartenliebhaberin, weiß ich, und in deinem Buch ist das auch, nur so reden hier, ist das ja auch etwas, das mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht hat. So oft, wie ich mir den Kopf zerbrochen habe, ist es kein Wunder, dass ich nicht mehr ganz dicht bin. Einer dieser wunderschönen Postkartensprüche hier aus deinem tollen Buch. Haben die Jungs dann auch von dir Postkarten gekriegt, deine Lebensretter? Ich glaube, den Jungs hab ich keinen Spruch geschenkt, aber meinen Reha-Jungs sozusagen. Ja. Ich habe damals auf Reha, also gut, ich war zu dem Zeitpunkt 25, also ich bin 2 Wochen später 25 geworden, der 25-Jährige gewesen, die da auf Reha war mit, ja, also ich würde sagen, 99% alten Menschen. Also, es war noch ein weiterer, der war 27. Ansonsten waren wir bei, Ansonsten so Typen wie ich halt. ja, also, naja, noch älter, also Noch so älter, gut, ja. aufwärts. Und ja, und damals hatte ich aber, also man ist immer zugewiesen worden an einen Tisch. Also man musste immer jeden Tag beim Essen immer am selben Tisch sitzen. Und damals bei der ersten Reha hatte ich dann zwar insgesamt 4 Jungs waren es, oder 4 Männer kennengelernt. Zwischen, ich weiß nicht mehr, ich glaube 55 und 70 oder so. Und die waren richtig, richtig cool. Also wir hatten ultra viel Spaß miteinander. Die hatten alle total unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich war so ein bisschen die Ersatztochter ein Stück weit für die Jungs. Und hatten da eine total coole Zeit. Es hat super Spaß gemacht mit denen. Und denen habe ich damals als Abschied ja, jeweils eine Karte geschenkt gehabt. Und da haben sie sich auch total gefreut. Jetzt hattest du ja schon vor deinem Herzstillstand diese Lust auf Karten, ist die geblieben? Weil Ja. auch ich weiß, dass du über so manchen Instagram-Spruch ja heute auch müde lächelst, ne? Ja, also bis zu, ja, aber andere Karten, sagen wir mal so. Ich kann mir das noch nicht ganz verkneifen. Ich stehe immer noch auf Sprüche, wie man in meinem Buch sieht. Aber es sind andere Sprüche geworden, als es früher waren. Also früher war zum Beispiel The only limit is you. Also es gibt keine Grenze, außer, also du musst sie nur überschreiten, dann gibt es keine Grenze, solche Sprüche. Carpe diem, nutze den Tag. Ich habe das leider immer zu wörtlich genommen. Lauter solche Sprüche, die sehe ich mittlerweile sehr kritisch. Und genauso wie ich auch diese Motivationsspeaker, also Persönlichkeitsentwicklung hat mich schon immer interessiert. Und damals war ich natürlich ultra scharf auf diese ganzen, ja, Motivationsredner, die sagen, du musst nur wollen und du kannst alles schaffen. Da möchte ich wirklich dagegen kämpfen ein Stück weit, das nicht wortwörtlich zu sehen und dabei eben seinen Körper nicht zu vergessen. Und mich hat es ein Stück weit, ich meine, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, ich bin selber schuld, aber das hat mich ein Stück weit einfach darin bekräftigt, dass ich das Richtige tue und dass ich dann noch mehr geben muss und es keine Grenzen eben gibt. Aber die gibt es, die habe ich am eigenen Leib erfahren Tja. und ich glaube, dass die auch gut sind. Es sind Zeichen, dass man den falschen Weg geht. Und das versuche ich jetzt mit meiner Geschichte eben zu transportieren und zu zeigen, dass das nicht alles ist und dass einen das auf Dauer nicht glücklich macht. Ja, also ich finde das so super wichtig, dass du das sagst. Ich war auch noch nie einer von denen, die immer mit diesem Chaka, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, rumgelaufen sind, weil es einfach nicht stimmt. Man kann nicht alles schaffen, was man will, vor allen Dingen,
in der heutigen Welt, die uns so viele Idealbilder schenkt, wie Leben auszusehen hat, dann gehen wir auf Instagram und sehen immer das noch schönere Leben des Nachbarn. Witzig ist es eigentlich nur, wenn man wirklich der Nachbar dieses hübschen Internetstars ist und sieht, wie sie im Alltag aussehen. Und dann diesen Blick auf die Realität einfach nicht zu verlieren und vor allen Dingen auch mit seinem eigenen Stresshaushalt richtig umzugehen. Das ist, ja, in deinem Fall ist es heute lebenswichtig, nehme ich an, ne? Ja, ich bin nach wie vor nicht komplett gesund. Also nach diesen ganzen Erfahrungen in den letzten 3 Jahren ist mein Herz nach wie vor nur bei einer Leistung von 36%. Das klingt krass, also es ist normal, es sind 60%, also kein Mensch hat 100%. Aber trotzdem kann man das vergleichen mit einem Herz von einer 80-Jährigen. Und kein Mensch weiß, nicht mal die Ärzte, ob ich das jemals wieder in einem normalen Bereich kriege, also dass wir das wieder schaffen, dass es so gut wird. Vielleicht muss ich da auch ein Leben lang damit leben und ganz vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Spenderherz, wenn ich Pech habe, wenn wir es einfach nicht mehr in den Griff bekommen. Mhm. Wäre das denn ein Spenderherz für dich eine, ja, wie stehst du da heute dazu? Also das eben klang vom Satzbau so, als wenn du sagst, lieber nicht. Weil jetzt lese ich so daraus, das würde dann heißen, dein Herz ist gesund genug und bleibt stabil und altert vielleicht nicht mit den Jahren, sondern bleibt bei dieser Leistungsfähigkeit. Oder sagst du, vielleicht wäre es ganz gut, eins zu bekommen. Wie ist denn da deine Einstellung heute zu? Sehr zweischneidig, muss ich sagen. Ich weiß, wie der Weg dahin ist. Also ich habe mich mittlerweile auch mit Menschen unterhalten, die das eben schon durchgemacht haben. Ich habe ein Mädel kennengelernt vor ein paar Monaten, die selber Ähnliches durchlebt hat und jetzt mit einem Spenderherz eben gesegnet ist. Aber ich weiß, wie der Weg dahin ist. Und der ist verdammt hart. Die Chance, ein Herz zu bekommen, ist echt schlecht in Deutschland. Also muss ich immer wieder sagen, das ist ein Armutszeugnis für Deutschland, aber wir transplantieren pro Jahr ungefähr 300 Herzen und es sind unzählige auf der Warteliste. Wie viele warten auf ein Herz, weißt du das? Ich weiß nicht, wie viel auf ein Herz, ich weiß aber insgesamt an Organen, ich glaube die Liste bei 10.000 Menschen kann ich dir nicht genau sagen, wie viel es bei Herz tatsächlich ist, aber ich weiß, dass man teilweise bis zu 2 Jahre warten muss, bis man ein Herz bekommt. Und 2 Jahre warten heißt nicht, ich sitze zu Hause und warte aufs Herz, sondern 2 Jahre heißt, ich sitze auf Intensivstation und bin teilweise an ein Kunstherz angeschlossen oder an die Maschinen, um zu überleben. Mhm. Und das ist für Deutschland, also im Vergleich, in Österreich geht es teilweise eben in 2-3 Wochen, finde ich, das ist schon echt, ist ein Armutszeugnis. Aber wir haben einfach zu wenig, was du jetzt gerade eben schon eingeblendet hast, zu wenig Organspender, beziehungsweise Menschen, die einen Organspenderausweis haben. Ja, ich werde diesen Link auch direkt natürlich jetzt einmal posten für euch, ist ja klar. Ich weiß, wenn ich so ein bisschen rumschalte, ist manchmal der Ton abgehackt, aber das wird sofort wieder besser. Das ist der Link, meine Lieben. Dort könnt ihr das direkt erledigen mit der Organspende-Geschichte. Es hätte ja mal fast ein Gesetz gegeben in Deutschland, aber der deutsche Michel hat es mal wieder verhindert. Leider muss man ja wirklich sagen, es hätte fast dieses Gesetz gegeben, dass es heißen würde, Organspende ist normal und man muss sich dagegen aussprechen. Leider ist es nicht dazu gekommen, aber was ja jeder von euch machen kann, ich habe es auch in meinem Portemonnaie, ne? Das ist dieses kleine, wunderschöne Teil hier. Guck mal, das ist nur ein Blatt Papier. Das kann man handschriftlich ausfüllen, so wie ich es gemacht habe. Und da hinten steht dann, ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Und schaut mal, meine Lieben, mit so einem Ausweis kann man Leben retten. Zum Beispiel das von Tamara. Denn wir wollen hoffen, dass dein Herz natürlich gesund bleibt. Aber es gibt so viele Menschen, die darauf warten und halt nicht nur, was viele denken, glaube ich, einfach auch alte Menschen, sondern auch unglaublich viele junge Menschen. Ja. Und ich möchte euch noch etwas zeigen, deswegen mache ich nochmal ausnahmsweise mich groß. Guck mal, das ist ein ganz normales Handy und hier kann man in die Einstellungen gehen. Das ist jetzt ein iPhone und dann gibt es bei Apple zumindest, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, diese
Health-App. Und auch hier gibt es eine Funktion, das ist der Notfallpass. Und in diesem Notfallpass stehen alle wesentlichen Daten von dir drin. Dieser Notfallpass ist abrufbar, wenn es einen Unfall gibt und wenn ihr nicht ansprechbar seid. Also das Handy muss nicht entsperrt werden. Ein Sanitäter oder ein Arzt kann an diesen Notfallpass kommen und alle Informationen, die dahinter sind, die können wahnsinnig wichtig sein. Hier steht zum Beispiel drin, rotes Herz oben, Organspender. Und dann steht hier mein Gewicht, meine Größe, man kann die Blutgruppe abgeben und dann sind 5 Adressen da drin, die dann bitte nacheinander angerufen werden, sollte es zum Schlimmsten kommen, beziehungsweise muss irgendjemand informiert werden. Also kein Organspendeausweis zu haben, ist aus meiner Sicht, Tamara, keine Ausrede mehr in der heutigen Zeit, oder? Nee, absolut nicht. Den gibt es überall, den gibt es auch in der Stadt, da wird einem der ja auch oftmals mitgegeben. Wenn man mein Buch jetzt zum Beispiel auf meiner Homepage bestellt, gebe ich auch mittlerweile immer einen zu, beziehungsweise in meinem Buch selber ist auch der Organspendeausweis drin. Also ja. Möglichkeiten gibt es genügend und ich habe auch ein Kapitel dazu geschrieben, wie sicher dieses Thema Organspende in Deutschland ist. Auch das ist ja was viele Angst haben, oh, wird es vielleicht missbraucht, wird mir vielleicht nicht geholfen deswegen und so weiter. Und da kann ich ganz klar aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte einen Organspendeausweis zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert ist und er war bei mir. Und trotzdem hat man, also ich habe eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 3% erwischt. Also die Chance, dass ich so überlebt habe, wie ich überlebt habe, lag bei 3%, also verdammt niedrig. Kein Mensch hätte sich wahrscheinlich gewundert, wenn ich nicht überlebt hätte und sich vielleicht jemand nicht so angestrengt hätte. Aber alles ganz normal gelaufen. Es hat jeder sich darum gekümmert, dass ich das überlebe, auch obwohl ich einen Organspendeausweis hatte. Ja. Und von daher glaube ich, es gibt so viele Kontrollinstanzen in Deutschland. Ich habe das alles im Buch beschrieben. Die Chance, es da Missbrauch zu betreiben, ist, glaube ich, wahnsinnig gering. Und und was man vielleicht auch nicht weiß, wenn ich in einem Land im Urlaub bin und dort was passiert und dort gibt es eine Widerspruchslösung, also die Lösung, die wir jetzt eben nicht haben in Deutschland, dann wird unser Organ dort gespendet. Also wenn ich in Thailand zum Beispiel versterbe, dann fragt kein Mensch mehr, ob ich vielleicht vorher einen Organspendeausweis gemacht habe, sondern dann werden meine Organe gespendet. Und von daher, ich denke mal, diesen Missbrauch, den kann man so oder so nicht umgehen und in Deutschland ist man da eigentlich auf der sicheren Seite und man kann dabei noch ein Leben retten. Ja, eben. Also jeder möchte ja gerne Held im Leben sein und wir können es alle sein in dem Augenblick, wo wir vom Leben scheiden, indem wir diesen Organspendeausweis haben. Und für die, die jetzt ein komisches Gefühl haben, weil die sagen so, nee, warum auch immer, weiß ja nicht, ich will jetzt zum Beispiel meine Augen behalten, die will ich nicht spenden, obwohl eben, wenn ihr die Augen spendet, jemandem echt helfen könnt, dass er sein Augenlicht behält oder wiedererhält. Man kann hier auch Einschränkungen machen. Wenn das Kreuz ganz oben ist, dann spendet ihr alles und wenn es niedriger ist, dann kann man auch entsprechende Einschränkungen machen. Aber bitte habt doch so ein Ding dabei. Fangt doch mal mit dem Handy an und dann geht auf die Seite, die ich euch verlinkt habe und macht das. Und dann zu Tamara. Das war jetzt dieser eine Herzstillstand im Fitnessstudio. Aber du hast ja das volle Paket gebucht, wie du es so lustig in deinem Buch. Ich wollte gar nicht lachen eigentlich. Es ist, ich gebe zu, ich habe beim Buchlesen mehrfach weinen müssen, weil ich meine, vielleicht liegt es daran, dass wir uns jetzt kennen, aber einfach unvorstellbar. Das ist ja wirklich mit Qualen verbunden, was du dort gemacht hast. Nach dem ersten Herzstillstand hast du einen Defi bekommen, also ein Defibrillator. Dazu nochmal die Hinweise an meine Freunde in Bamberg. Bamberg schockt gibt's, da ist ein Hinweis, wo in dieser Region Defibrillatoren sind und die sind lebenswichtig, wie wir ja auch bei Tamara sehen, die ja über, ich glaube, 3 Schocks dann wurde berichtet, zurückgeholt worden. So, jetzt kenne ich diese Riesenkisten, die da irgendwo hier meistens ja bei Banken glücklicherweise in diesen EC-Räumen zur Verfügung stehen. Aber du hast ja keine Riesenkiste bei dir. Dir wird das Ding eingepflanzt. Erzähl mal. Ja, genau. Die Dinger gibt es jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 60 Jahren, also noch gar nicht so lange. Und das sind so große Geräte ungefähr. So ungefähr. Pi mal Daumen, also wie so eine Streichholzschachtel ungefähr von der Größe her und wird einem hier eben eingepflanzt und dann geht ein Kabel von dem Gerät ins Herz rein und der Defi kontrolliert die ganze Zeit meinen Herzschlag und wenn irgendwas nicht passt und er ja signalisiert, da ist jetzt was gefährlich, dann reagiert er auch, dann hat er 2 Stufen, entweder er überstimuliert mit Stromstößen, die tun noch nicht weh, das ist wie so ein Klopfen auf dem Herz. Und wenn das auch nicht reicht und ich
Ich glaube, bei mir ist eine Pulsgrenze von 250 oder so. Also wenn ich wieder das Zittern sozusagen habe und dadurch nur einen Puls von 250 habe, dann schockt er. Und dann ist es genauso wie im Krankenhaus auch, wenn man hier diese zwei Dinge da aneinander reibt und den Menschen da drauf hält und er hüpft. So ungefähr ist es dann auch bei mir. Da kommt dann auch so ein Piepsen. Also ich höre diesen Ton und es knallt. Und dann kommt es auch vor, dass ich hüpfe. Und hoffe, dass er hilft und mir das Leben damit rettet. In deinem, ich wiederhole mich, fantastischen Buch packst du das Ganze in eine Metapher, was es auch verdaulich macht, ja? Du nennst das, ich habe Mr. Grey in der Brust, das ist der Sadomasochist aus 50 Shades of Grey. Ja. Und ja, dann kam es ja tatsächlich zum zweiten Schlag und da hat er Defi zugeschlagen. Und das war so ein Augenblick, wo ich kurzatmig wurde beim Lesen. Du bist mit deinem damaligen Freund nach Ibiza gereist. War das überhaupt klug, dorthin zu reisen? Was ist dann passiert? Und nächste Frage gleich hinten dran, dann lasse ich dich reden. Hast du heute noch Kontakt zu der wunderbaren Köchin, die ins Spiel kommt? Ja, es war ein halbes Jahr, nachdem ich damals eben den ersten Herzstillstand hatte. Und ich habe schon gemerkt, so, ah, irgendwie geht es mir noch nicht so gut, obwohl alle sagen, jetzt passt wieder alles. Und bin dann damals trotzdem nochmal zum Arzt gegangen und der hat mich dann doch nochmal entschieden, ins Krankenhaus zu schicken. Und ich hatte aber leider vorher mit meinem neuen Freund einen Urlaub gebucht, weil ich dachte, ja, jetzt bin ich ja eigentlich wieder gesund, jetzt kann ich ja wieder. Und das war damals Ibiza. Und dann hatte ich aber noch eine kurze OP, also mir ist Gewebe aus dem Herz entnommen worden, um zu checken, ob noch eine Entzündung eben drin ist. Und das war alles 3 Wochen, bevor der Urlaub begonnen wäre. Und dann wurde mir eine Woche später gesagt, so, ja, da ist noch eine Entzündung drin. Sie müssen jetzt ins Krankenhaus kommen. Sie haben eine chronische Herzmuskelentzündung. Also bei mir ist mittlerweile das Problem, dass mein Immunsystem angefangen hat, gegen mein Herz zu arbeiten. Und das müssen wir jetzt behandeln. Wir müssen da jetzt eine Therapie anfangen. Da bleiben sie jetzt mal 5 Tage im Krankenhaus und danach passt wieder alles. Aber das sollte alles kein Problem sein. So, ja, okay, gut. Also ich ins Krankenhaus. Das war genau eine Woche, bevor ich nach Ibiza fliegen wollte. Und wir haben dann damals mit der Tablettentherapie angefangen. Und 2 Tage oder 3 Tage, nachdem wir angefangen hatten, hatte ich die erste Begegnung mit meinem Defi. Da bin ich. War das dieses Regulieren oder schon ein Schock? Das war das Regulieren. Das war Okay. ein Schock tatsächlich, aber mir ging es gar nicht gut. Also das ist ja nicht nur also das ist nicht nur der Defi, den ich da merke, sondern ich merke ja auch den Puls von 200 oder noch mehr. Ja, da hatte ich mich gerade über was aufgeregt und deswegen kam es anscheinend. Und ja, und dann hieß es so, ja, vielleicht fahren Sie lieber nicht in Urlaub. Und ich natürlich so, ja, toll, klasse, ich habe hier einen Urlaub für 1000 Euro gebucht. Ich kann da nicht wieder zurück. Ich habe keine Reiseversicherung. Das geht nicht. Ja. Hinher. Und nachdem wir ja festgestellt haben, das war eine Situation, wo ich unter Stress stand, dachte ich mir, Mensch, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ich in Urlaub fahre, weil dann bin ich ja entspannt und dann habe ich ja meine Ruhe und so. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, trotzdem nach Ibiza zu fliegen, was wir dann getan haben. Und dann, der erste Tag war noch gut. Und der zweite Tag war, glaube ich, auch noch gut. Und dann am dritten Tag morgens war mir frühstücken und ich habe schon gemerkt, mir ging es nicht so gut. Also ich hatte schon gemerkt, ich habe Rhythmusstörungen, ist ein bisschen schwarz vor Augen geworden, irgendwie ging es mir nicht so dolle. Habe mir dann damals auch das Essen von meinem Freund bringen lassen, statt selber zum Buffet zu gehen. Und ja, habe dann ein bisschen gewartet, meine Tabletten genommen und dachte mir, okay, so nach einer Zeit, jetzt geht's wieder. Stehst du mal auf, gehst mal ins Zimmer und legst dich nochmal eine Runde hin. Ja, und dann bin ich aufgestanden, bin damals 5 Schritte gegangen und habe gemerkt, scheiße, es geht los. Also mein Herz hat wieder das Rasen angefangen. Ich habe dann damals meinen Freund zugerufen, so jetzt geht's los. Der wusste gar nicht, was passiert. Und dann habe ich auch schon den ersten Schock bekommen damals. Dann kam der zweite, dann kam der dritte, dann kam der vierte, dann kam der fünfte. Also ich habe Fünf Schocks. innerhalb von 30 Sekunden vielleicht sowas in dem Dreh. Wie fühlt sich das an, so ein Schock? Es Also, du hast ja vorhin beschrieben, dass der ganze Körper hüpft. ja, Aber wie fühlt sich das denn an? es ist wie so ein Pferdetritt vor die Brust. Also so beschreiben das viele Menschen, aber wirklich mit vollem Karacho
gegen die Brust und du weißt nicht, wo oben und unten ist. So ungefähr kann man das beschreiben und das fünfmal hintereinander innerhalb von 30 Sekunden. Da dachte ich damals nicht, dass das nochmal was wird. Also ich habe mich in dem Moment tatsächlich verabschiedet. Also ich dachte nicht, dass ich das überlebe. Ist das Todesangst oder? Ja. Also ich habe tatsächlich gedacht, ich überlebe das nicht nach diesen 5 Schocks. Und dann habe ich noch meinem Freund zurufen können, jetzt musst du loslegen, weil ich wusste, dass der Defi nur 5-mal schockt. Und dann bin ich ohnmächtig geworden und bin dann kurz drauf, es hat nicht lange gedauert, ich glaube nur 1 Minute oder so. Mein Freund hat mich reanimiert dann auch wieder, weil ich im Nachhinein herausgefunden habe, der Defi war falsch implantiert, deswegen konnte er mich mit dem 5. Schock nicht wieder herholen. Und dann ja, hat er mir eben wieder das Leben gerettet. Ich bin wach geworden und es war Chaos um mich rum. Dann damals im Frühstücksraum. Und da Genau. kam eine Köchin ins Spiel. Das war, Ja. diese Geschichte so gut wie nichts Schönes natürlich hat, aber das beschreibst du in deinem Buch sehr schön. Carmelia, die Köchin. Ja, genau. Mir ging es echt beschissen. Also mir war kotzübel von dem Drücken und mir hat alles wehgetan durch die Schocks. Also die Muskeln verspannen sich da ja extrem. Und habe dann bloß gemerkt, wie mich jemand auf dem Scho also meinen Oberkörper auf seinen Schoß genommen hat und mir die Brust gestreichelt hat. Ich dachte so, okay, was ist jetzt hier? Ich habe gar nichts mehr verstanden in dem Moment. Und später habe ich erfahren, das war die Köchin, die dort eben das Frühstück gemacht hat. Und die hat mir dann wirklich, wir mussten 1 Stunde auch wieder auf den Notarzt warten. Es hat auch wieder ewig gedauert, bis jemand gekommen ist. Und sie hat mir in der ganzen Zeit damals eben die Brust massiert und mich beruhigt. Und dieses Gefühl, also sie hat mir so ein Geborgenheitsgefühl in dem Moment vermittelt, was mir damals wahnsinnig geholfen hat, weil ich einfach nur Panik hatte und fertig war. Und ich bin zwischenzeitlich wieder eingeschlafen, weil ich so fertig war. Und also es war. Ja, es war mein kleiner Engel in dem Moment. Wahnsinn. Und du bist dann ja ins Krankenhaus gekommen nach Ibiza. Das war alles ein bisschen holprig, bis du dann dort warst. Aber dann hattest du tatsächlich ein sehr gutes Erlebnis, was die spanischen Ärzte und Krankenschwestern angeht. Offensichtlich im Vergleich zu allen deutschen Krankenhäusern. Und da warst du in vielen sehr oft, wie ich durch dein Buch weiß, offensichtlich das beste Erlebnis. Ja, ich muss sagen, Ibiza war tatsächlich ein kleines Highlight. Also wenn jemand schon ins Krankenhaus muss oder so, dann kann ich Ibiza wärmstens ans Herz legen. Da liegt wahrscheinlich daran, dass es da doch eine reiche Insel ist. Aber ich Ja. hatte die beste Intensivstation überhaupt damals. Ich hatte ein Bett, was sich selber bewegt hat, dass ich mich nicht wund lieg. Und ich war ja wirklich 8 Tage, ich durfte nicht mal pinkeln alleine. Das musste ich alles im Bett machen und von daher war das schon echt gut damals, dass ich das hatte. Ich hatte super nette Pfleger, die waren alle richtig cool drauf, also alles junge Menschen. Wir haben zwar kein Wort verstanden, also weder die konnten Englisch noch ich konnte Spanisch, aber es war lustig. Also wir konnten uns so mit Händen und Füßen verständigen. Teilweise ging es dann auch Englisch, dann haben wir angefangen, sie bringen mir Spanisch bei, ich bringe ihnen Deutsch bei und so. Also es war schon. Dafür, wie beschissen die Situation war, hatte ich damals extrem viel Glück und hatte ich eine einigermaßen angenehme Zeit, bis ich dann damals mit dem Flieger zurückgeholt worden bin. Also zusammenfassend, Ibiza-Urlaub hättest du schon gar nicht antreten müssen. Mit deinem Freund dann eine gute Zeit verbracht im Frühstücksraum. Der nächste Herzstillstand, der eingebaute Defi hat fünf, Defi heißt das, hat fünfmal zugeschlagen. Dann hat dein Freund dir dein Leben gerettet, indem er eine Herzmassage und Beatmung gemacht hat. Und Genau. Camilla, weiß ich, hat dich dann noch im Krankenhaus mit leckeren Sachen versorgt. Stimmt das? Ja, genau. Ich, Aber also, wie süß, oder? bitte? Wie süß. Ja, extrem. Also, das Essen war das einzig Beschissene an dem Krankenhaus. Das war wirklich eine Katastrophe, weil die haben mir nicht mal Salz gegeben zu meinem Essen, weil das wäre ja schlecht fürs Herz. Ah. Und irgendwann haben sie mir dann auch die Süßigkeiten tatsächlich verboten, weil das ist auch schlecht fürs Herz, Fett und so. Aber sie hatten mir trotzdem immer so ein Obst und also am Anfang noch Süßigkeiten, später war es dann nur noch Obst, Bergteller gebracht, beziehungsweise mein Freund hat den eben mitgebracht und sie hat jeden Morgen das eben für mich zubereitet. Und das war echt mega, mega süß. Süß, ja. Mit dem Privatflieger, mit dem Privatjet dann nach Deutschland. Hast du die Fotos noch? Also, ich Ja. habe gehört, es wurden Fotos gemacht.
Da hat man sich bei all dem Chaos dann wenigstens mal kurz gut gefühlt, hast du geschrieben, ne? Ja, also ich kam mir echt, also in dem Moment war das schon so, also da ging es mir, muss ich jetzt sagen, ging es mir wieder ein bisschen besser, es war ja 8 Tage später. Aber ja, ich vergleiche den Buch mit, ich kam mir ein bisschen vor wie die Geissens, wie ich da dann in diesen Privatchat gebracht worden bin. Das Einzige, was nicht gepasst hat, waren die ganzen Kabel an meinem Körper und das hübsche Kleid mit Rücken, Po-Ausschnitt. Ja, die Krankenhauslappen. Genau. Mhm. aber ansonsten war das schon echt cool. Dann hatte ich noch meinen Rettungsdienst, der war noch mit dabei, ein Deutscher, und ein deutscher Arzt war noch mit dabei. Mein Freund durfte Gott sei Dank mitfliegen und ja, dann ging es schwuppsiwupps wieder nach Deutschland. Und dann noch mit dem Intensivmobil von München nach Nürnberg und dann bin ich wieder in Nürnberg angekommen. Und meine Family war, glaube ich, ziemlich happy, als ich dann endlich wieder da war. Ja, das glaube ich sehr, Mensch. Das ist, ich habe noch mal kurz in den Chat geschaut. Hallo Martina von Tippelskirch, liebe Grüße nach Wien. Sie sagt, alt ist, also sie schreibt es in Englisch, old is always 15 years from now. Ja, hast du recht. Genau. Und der Ralf Klein schreibt, der im ICE sitzt, ich merke, ich mache nicht alles falsch, habe einen Spenderausweis, bin DKMS typisiert und mache jährlich das Ersthelfertraining. Jährlich ist sehr cool, Ralf. Nur ein Tag im Jahr, der dann wie hier schön zu sehen Leben retten kann. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass du an der richtigen Stelle bist, wo es gebraucht wird. Und Ricarda Julia schreibt Tamara und schickt Herzen. Sehr schön. Vielleicht einer deiner Pfleger, ich weiß ja nicht, das klingt so spanisch. Wer weiß. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr Fragen habt, auch hier nochmal, wir können alles sehen, egal ob ihr bei YouTube live seid, bei Twitter, Periscope, Facebook oder LinkedIn. Überall können wir eure Kommentare lesen. So, ein Wahnsinnserlebnis, diese Shades of Defi, wie du es beschrieben hast. Und ich will auch auf jemanden zu sprechen kommen, den hast du im Buch wortwörtlich beschrieben als Kotzeimer mit Coaching-Funktion. Hast du heute noch Kontakt? Wer ist das? Wie bist du zu ihr gekommen? Hast du heute noch Kontakt? Wie sieht's aus? Ja. Was ist ein Kotzeimer mit Coaching-Funktion? Ein Kotzeimer mit Coaching-Funktion, so habe ich liebevoll meine Psychologin genannt, die mir damals eben nach dem Herzstillstand, also wo ich wieder nach Deutschland gekommen bin und in Nürnberg im Krankenhaus dann damals war, hatte sie mich betreut. Also die ist dann zu mir gekommen, weil ich war fertig. Also ich hatte Panikattacken, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war psychisch durch diese Schocks, die einfach extrem heftig waren, war ich ein psychisches Wrack und ich habe Hilfe gebraucht. Und damals ist sie mir eben zur Seite gestellt worden und ja, habe mich dann mit ihr angefreundet. Und das war ein unglaublicher Glücksfall, muss ich sagen, weil wir haben bis heute Kontakt. Ich bin nach wie vor bei ihr in Therapie und haben mittlerweile ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und das war wirklich... Ich war so dankbar darum, dass ich jemanden hatte und jetzt auch in den vergangenen 2 Jahren jemanden habe, mit dem man über alles reden kann, ohne dass man weiß, derjenige nimmt es mit. Also bei der Familie ist es halt einfach, dann will man nicht so viel drüber reden, weil man weiß, derjenige hat dann wieder Sorgen oder hat Angst auch, mich zu verlieren oder so. Und bei ihr kann ich das halt einfach rauslassen, ohne dass ich Scheu haben muss. Und sie hat dann auch noch Tipps für mich, Tipps, die mir wirklich was bringen, mit irgendwelchen Übungen oder Ähnlichen. Und da muss ich sagen, egal was man hat, wenn man merkt, man kommt psychisch vielleicht damit einfach nicht mehr so zurecht, kann ich es wärmstens ans Herz legen, sich einen Psychologen zu suchen. Das ist nicht einfach. Ich hatte halt extrem viel Glück. Also ich war auch zwischenzeitlich noch bei anderen, weil sie kurze Zeit mal, da konnte ich nicht zu ihr kommen, weil sie die Praxis gewechselt hat. Da habe ich andere kennengelernt, bei denen war ich nicht so glücklich. Das ist Sucherei, aber wenn man es hat, ist das wirklich ein Segen, wenn man das an seiner Seite hat und da jemand mit einem gemeinsam kämpft und professionell kämpft. Und es ist nicht dieses, ich liege auf der Couch und erzähle da mein Leben oder so, sondern... Ich weiß nicht, wir sind da ganz locker, wir duzen uns mittlerweile. Es ist wie mit einer Freundin reden, nur dass es eine Freundin ist, die eben professionelle Tipps hat und die Dinge nicht mit nach Hause nimmt. Sie ist Psychotherapeutin? Ja, genau. Und an einer Therapie ist im Grunde genommen wirklich nichts auszusetzen. Ne? Das beschreibst du ja auch sehr intensiv in deinem Buch. Ja, es ist für mich... wir gehen für jeden Scheiß gehen wir zum Arzt. Wir gehen zum Arzt, weil uns der Finger wehtut oder
Also wegen jedem Mist gehen wir. Und das Einzige, wo wir uns nicht reingucken oder helfen lassen wollen, das ist unser Kopf. Da streiken wir oder da haben wir das Gefühl, das ist irgendwas Schlimmes oder das zeigt extreme Schwäche oder so. Aber meiner Meinung nach ist das halt nichts anderes als ein Arzt. Sie hilft mir, damit klarzukommen, mit Dingen klarzukommen. Und es ist ganz natürlich, dass wir nicht nur schöne Erlebnisse haben, sondern vielleicht auch mal Erlebnisse, die uns überfordern. Und warum dann keine Hilfe annehmen? Also Ja. ich glaube, es zeugt eher von Stärke, wenn man das erkennt und dann so handelt und sich Hilfe holt. Ja, ach schön, jetzt darf ich einmal in den Klugscheißer-Modus. Erlaube es mir, das Zeigen von Schwäche ist immer auch ein Zeichen von Stärke. Das wäre wieder was für deine Postkarten, oder? Oh ja, es ist sehr wahr. Ja, da ist wirklich was dran. Es gibt wieder was im Chat. Also Ricarda sagt, nein, sie ist nicht Pfleger. Ich bin die vom Start zum Ziel. Lachsmiley. Ja, das ist eine meiner Botschafterinnen für meine Charity-Aktion. Hey, cool. Dazu kommen wir gleich noch. Also am Schluss natürlich. Machen wir noch mal ein paar Aufrufe. Und Luzi Krachmacherstraße, wenn ich mich nicht irre, aus Bamberg, sagt großartiges Interview. Danke dafür und vor allem diese sympathische Ehrlichkeit. Ein Dank-Smiley. Ich liebe Kotzheimer mit Coaching-Funktion. Ja, finde ich auch wichtig. Und auch der Aufruf, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, Leute. Also, wenn Themen sind, es gibt Coaches, die sind gut ausgebildet. Das ist immer wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die auch wirklich eine Coaching-Ausbildung haben. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, zur Psychotherapie zu gehen. Manchmal, ich habe viele tatsächlich Kunden, auch namhafte Leute, die super im Leben stehen. Und die stehen deswegen super im Leben, weil sie einen Therapeuten haben oder eine Therapeutin. Und das ist in unserer deutschen Gesellschaft immer noch so ein bisschen, oh, sich helfen lassen. Ja, das sieht so schwach aus. Nee, meine Erfahrung ist, dass die Leute, die sich helfen lassen, die wahrhaft starken sind. Ja. Und da ist ein guter, stabiler Freundeskreis mit Kenntnissen, mit Know-how wichtig. Und wenn das nicht reicht, und du hast es ja gerade beschrieben, einfach mal zu einer Person zu gehen, zu der du eine enge Beziehung hast, deine Therapeutin, aber die eben nicht wie jetzt Familie oder engste Freunde selbst in die Totalkatastrophe laufen, wenn dir wieder was Schlimmes passiert. Das gibt dir ja auch als derjenige, der sich preisgibt, ein gutes Gefühl. Da habe ich das so gut reflektiert. Absolut. Und ich muss auch sagen, ich habe wahnsinnig viel über mich selber gelernt in der Zeit. Also es war nicht nur, mir hilft jemand, sondern ich habe mich von einer ganz anderen Seite ja, kennengelernt, weil wir auch tiefer in mich, also halt auch in Kindheit und so weiter, wo kommt mein Ehrgeiz her und bla, sind wir reingegangen und ich habe mich von einer ganz neuen Seite kennengelernt und das war noch ein richtig schönes Geschenk, was ich eben dann zusätzlich bekommen habe, obwohl das ja eigentlich jetzt im ersten Schritt nicht das ist, was man erwartet, wenn man zum Psychologen geht. Ja, absolut. Ja, schön. Wir reden hier kurz drüber in dem Buch, meine Lieben. Da draußen ist es nochmal deutlich ausführlicher beschrieben. Ich gebe jetzt nochmal den Link rein, damit ist ja auch in den Kommentaren drin. Und nachher, wenn es irgendwo fehlt, ich gehe natürlich nachher auch nochmal durch alle Netzwerke, werde ich das auf jeden Fall auch nochmal verlinken, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Ich will in den Minuten, die uns noch bleiben, zwei Themen nochmal angreifen. Und das eine ist dein Bild vom Krankenhausarzt. Das hat, ja, genau. Als Rhetoriktrainer, Tamara, ich habe so gut wie keine Ärzte in meinen Seminaren. Komisch. Also passt überhaupt nicht zu meinem Bild, was ich von Ärzten habe. Nee, ne? Es passt sehr gut, muss ich sagen. Also das sollte so ein Pflichtmodul sein, finde ich. Im Studium am besten gleich. Dass man es gleich da lernt. Absolut, ja, da ist unglaublich viel zu tun. Und ich habe neulich einen Podcast gemacht mit einer sehr netten Frau, die ist Hebamme oder war Hebamme und beschrieb auch Situationen, das ist völlig deckungsgleich mit dem, was du in deinem Buch beschreibst. Und die hat richtig Wut bis Hass inzwischen schon. Und ich weiß, du teilweise auch. Aber wir wollen gleich vorweg sagen, das wird kein komplettes Arztbashing. Es ist halt generell in der Kultur in Krankenhäusern, glaube ich, etwas nicht zeitgemäß. Nennen wir es mal ganz positiv so. Denn es gab ja auch gute Beispiele, wo ich als Leser von deinem Buch richtig durchgeatmet habe, als die dann kamen. Erzähl mal, dein Bild von Ärzten, was war das? Was sind die schlimmen Erfahrungen? Was war die gute? Ja, also wie du sagst, ich muss sagen, mittlerweile bin ich wirklich gut aufgehoben und
fühle mich verstandene. Es war ein langer Weg dahin, aber jetzt mittlerweile bin ich wirklich happy und es gibt auch wirklich tolle Ärzte. Einer davon ist der eben, bei dem ich jetzt momentan in Berlin in Behandlung bin. Der ist richtig, richtig cool und ich mag den total gern. Du hast Aber mehrfach geschrieben, du würdest ihn am liebsten küssen. Er ist wahrscheinlich auch attraktiv, oder? naja, also ist jetzt nicht ganz meine Altersklasse. Aber nein, aber ein total lieber Kerl und ich hätte ihn dafür knutschen können, dass er mir damals ein Medikament gegeben hat, wo ich dann weniger Angst hatte. Deswegen hat sich das aber so ergeben. Aber ja, es gibt auch Ärzte, leider, die sind mir am Anfang begegnet, wo ich wirklich enttäuscht war und das einem in einer Zeit, in der man mit Panikattacken zu kämpfen hat. Und ich hatte, also es war ja jetzt halt nichts, wo ich sage, naja, die Kleine, die übertreibt ein bisschen. Ne? Es war ja wirklich eine heftige Geschichte. Und trotzdem ist man mir mit einem Unverständnis entgegengetreten, ne? Mit einer Aussage, also wo ich dann damals eben von Spanien wieder zurückgekommen bin, dann hieß es, stell dich doch nicht so an. Also ne, so ungefähr, wo ist denn dein Problem? Und, sorry, aber also diese Situation, wenn du fix und alle ist, bist und dann kommt noch so ein Kommentar. Da hört es irgendwie auf. Oder dann halt zu sagen, wie man macht sich einen Spaß draus nach der Defi-Operation, wenn du eh schon fix und fertig bist, so zu tun, als würde der Sandsack, den man auf die Wunde legen muss, dass kein Bluterguss entsteht, so tut, als würde man ihn wieder drauffallen lassen, als Witz sozusagen, Oh und man Gott. selber zusammenzuckt und dann halt wieder Schmerzen hat. Ja, also das sind halt so Sache. Also, wenn man ein bisschen Empathie hat, könnte man verstehen, dass es blöd ist, dass es nicht so cool rüberkommt. Das beschreibst du sehr oft, dass du sowohl bei Krankenschwestern, dort allerdings weniger, aber insbesondere bei Ärzten, das Empathie fehlt. Absolut, absolut. Also, ich bin mir sicher, das ist ein Job, wo du auch ein Stück weit deine Empathie verlierst, weil du es musst, weil du Ja. ansonsten damit fertig werden würdest. Keine Frage, das ist so. Aber ich glaube, dass man sowohl sich als auch dem Patienten das Leben einfacher machen würde, wenn man ein Stück weit noch seine Empathie behalten würde und ein Stück weit auch Respekt dem Menschen gegenüber zeigen würde. Weil für mich ist das Respekt, wenn man sich da einen Spaß erlaubt in der Situation, wo ich eh schon fertig bin, oder man auch meine Körpergefühle ernst nimmt. Weil ich muss sagen, ich hatte immer recht mit meinen Gefühlen, immer. Es hat mich nie getrügt. Und die Ärzte haben mir das oft nicht abgekauft und es musste wieder erst was passieren, bis ich sagen konnte, ja, siehst du, ich hatte recht. Und das finde ich echt schade. Also ich glaube, es ist ein Stück weit Respekt und ein Stück weit Empathie, die ich bei manchen wirklich echt vermisst habe. Und ja, was es einem deutlich einfacher machen würde, in so einer ausweglos wirkenden Situation, ja, damit klarzukommen. Meine Tochter ist im Chat, Alice. Liebe Grüße nach Hannover. Sie hat auch eine Krankheitsgeschichte hinter sich und schreibt, das kann ich unterschreiben. Ja, da haben wir damals auch viel erlebt. Ja, aber das Wichtige ist ja, es gibt immer auch zum Glück positive Beispiele, wie dein Berliner Arzt zum Beispiel. Du beschreibst das in deinem Buch einfach so schön, wie alles. Es ist alles so nacherlebbar, finde ich. Ja, man ist so drin, ne? Weil du es ja auch aus der Situation heraus beschreibst und das eben mit erstaunlich viel Humor. Humorvoll fand ich auch das Nerventestprodukt seltene Krankheiten. Quasi eine Checkliste. Überfalle ich dich jetzt damit? Aber ich meine, die Kernbotschaft ist ja, Patienten müssen penetrant sein. Das war ein großes Learning, was ich aus der ganzen Zeit mitgenommen habe. Weil ich glaube, wenn ich nicht so penetrant gewesen wäre, wäre ich heute nicht in Berlin in Behandlung. Und vermutlich wäre ich auch, hätte ich noch einige mehr Herzstillstände gehabt, ohne Hilfe, weil mein Defi falsch implantiert war und so weiter und so fort. Also ich glaube nur, weil ich natürlich auch eine Menge Glück hatte, aber auch weil ich penetrant war und dann doch nochmal gesagt habe, ich möchte nochmal zum anderen Arzt, ich möchte nochmal eine andere Meinung mir einholen. Was ist denn jetzt wirklich mein Problem? Nochmal nachfragen, wenn ich wieder nur eine schwammige Antwort bekommen habe. Das war, glaube ich, so ein bisschen das Geheimrezept, um wirklich eine Lösung zu kommen und da nicht locker zu lassen. Finde das extrem wichtig und es ist auch, ich hatte am Anfang dann ein schlechtes Gefühl dabei, so, das kannst du doch nicht machen und, ne, und wieder nachfragen und jetzt meint er auch, du bist blöd oder so. Aber im Endeffekt, es geht um deinen Körper, es geht um dein Leben. Und
scheißegal, auf welchen Fuß du trittst. Und wenn der beleidigt ist, und das hatte ich oft, gerade bei diesen Ärzten, von denen ich gerade geredet habe, die dann beleidigt waren, weil ich seine Kompetenz vielleicht in Frage gestellt habe oder nochmal gefragt habe, ob man es vielleicht doch noch anders probieren könnte. Scheißegal, weil es geht um dein Leben und wurscht, ob der dann beleidigt ist am Ende oder nicht. In Krankenhäusern ist schon noch so ein altes hierarchisches System vorherrschend, wo, ne, also bei der Lufthansa hat man das mal abgeschafft, dass man, also man hat in diese Hierarchie genommen, von wegen Captain und erster Offizier, was der Captain sagt, ist Gesetz, weil man festgestellt hat, dass dadurch Flugzeuge abstürzen, weil der andere etwas sieht, was der Captain falsch macht, es aber nicht sagen darf, weil er einfach hierarchisch höher ist. Und mit vielen Maßnahmen haben sie dann insgesamt bei den Flugbetrieben das Ganze aufgelöst. In Krankenhäusern scheint da nicht viel passiert. Die sind immer noch in diesem starren, alten hierarchischen System. Die Wirtschaft hat es zum größten Teil zum Glück abgelegt und der Mittelstand sowieso in Konzernen hinken da noch hinterher. Aber in Krankenhäusern ist da wohl auch noch viel zu tun, oder? Also diese Hierarchiestufen fallen mir im Krankenhaus am allermeisten auf, muss ich sagen. Also wirklich, auch was Zusammenarbeit von Ärzten angeht. Jetzt zum Beispiel mein Berliner Arzt hätte ja auch, könnte theoretisch ja auch mit meinen Münchner Ärzten sprechen, weil ich bin mittlerweile in München und in Berlin in Behandlung. Das findet auch nicht statt. Das hat auch vorher mit anderen Ärzten nicht stattgefunden. Also so an einen Tisch setzen, so wie es eben in der Wirtschaft ganz normal ist, dass man Skype-Konferenzen macht oder was auch immer und über dieses eine Problem oder den einen Patienten redet, wird es nicht, das findet nicht statt. Das ist Erstaunlich. Armutszeugnis. Ja. Ja, sollte viel passieren. Also, ich sage ja auch immer, von meiner Gattung der Rhetoriktrainer gibt es immer noch viel zu wenig. Lasst euch alle ausbilden. Kleinen Tipp für Arztbesuche, ein bisschen Selbstwerbung, nie wieder sprachlos. Da ist auch sind zwei oder drei Kapitel drin, wo es um Arztbesuche geht. Und die Tipps decken sich mit deinem. Du bist allerdings, das will ich klipp und klar sagen, ausführlicher mit deinem Buch. Dein Nerventestprodukt, seltene Krankheiten, ist ein auch sehr amüsantes Kapitel, muss ich ehrlich sagen. Ja, zum Schluss, ich habe mir so eine Stunde vorgenommen, aber wir haben ja keine Zeit vorgegeben. Wir hauen jetzt einfach nochmal 5 Minuten raus. Eins stelle ich mir ganz besonders schwierig vor für dich. Es gibt in diesem Buch auch ein Kapitel mit Fragen, die man dir nicht stellen sollte. Ich hoffe, ich habe keine gestellt. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Nein. Sehr gut. Gespräche mit Freunden und mit Bekannten. Wir beide haben uns ja nun auch vor ein paar Wochen, ich glaube 2, 3 Wochen, zum Café getroffen. Du hast mir deine Geschichte dort erzählt. Und hat mich viele Tage beschäftigt. Ich sag's dir, wie es ist. Und ich bin mir sicher, ich habe mindestens die Hälfte der Fragen gestellt, die du auf deiner No-Go-Liste hast in diesem Café. Aber eins ist mir natürlich aufgefallen, nämlich du hast, ähnlich wie du dein Buch geschrieben hast, mit viel Humor die Themen abgearbeitet und sachlich erklärt, weil du natürlich auch weißt, in dem Augenblick, wo du dich jemanden öffnest mit deiner Geschichte, entstehen Fragen, die kommen von selbst. Die sind ja einfach auch naheliegend, ne, auf der einen Seite. Aber ich habe gemerkt, du hast mich auch sehr beobachtet. Und so geht es ja einem, wenn du eine Geschichte immer und immer wieder erzählst, dass du die Geschichte aus dem Unterbewusstsein holen kannst, also gar nicht mehr so richtig Gehirnschmalz brauchst. Die Geschichte kommt raus, die ist erzählt, die Story ist fertig. Und du beobachtest sehr viel dein Gegenüber. Was ist dir denn da aufgefallen? Das interessiert mich jetzt einfach mal auch aus rhetorischer Sicht. Wenn du mit Menschen sprichst und diese Geschichten, die du wahrscheinlich schon 1000 Mal erzählt hast, was beobachtest du bei deinem Gegenüber? Ja, es ist im Prinzip, ich vergleiche das ganz gerne mit so einer Art Kinofilm und dem Zuschauer, der im Kinofilm sitzt, dass sich so gut wie die komplette Palette an Emotionen in dem Gesicht des Menschen abbildet. Von wirklich von Entsetzen zu Trauer, zu einem Schmunzeln, wenn ich über die lustigen Seiten des Ganzen berichte. Über Ratlosigkeit, Scheiße, was macht man denn oder was machst du jetzt? Und Hoffnungslosigkeit. Also es ist wirklich, ich glaube, ich habe so viele Emotionen in diesen 3 Jahren drin, die so gut wie kein Kinofilm wirklich komplett abdeckt. Aber
Das stelle ich immer wieder fest. Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich und ganz normal. Ich glaube, ich würde, wenn ich die Geschichte erzählt bekomme, nicht anders reagieren. Das ist ganz was Natürliches. Aber ja, das ist da und ich versuche das auch. Also, der Humor ist schon ein Stück weit ein Ventil, beziehungsweise etwas, was das herabsetzt, einfach, was es nicht mehr ganz so unerträglich macht. Und ich möchte das aber auch signalisieren, weil ich bin noch da, ich lebe noch, ich kann noch lachen. Und das war einer der Punkte, der mir immer wieder gesagt wurde. Und das ist eine der Fragen, die ich nicht mehr hören kann. Wie kannst du nach solchen Erlebnissen noch lächeln? Das wurde mir immer wieder mit diesem Sehr theatralischen. deutsch irgendwie, ne? Bitte? Das ist so typisch deutsch, finde ich, ne? Ja. Also wirklich, also das war das erste Mal auf Reha, glaube ich, ist die Schwester reingekommen, dann haben wir uns halt auch unterhalten. Ne? Und sie so, ja, wie kannst du noch nach solchen Erlebnissen lächeln? Und ich dachte mir, ernsthaft? Ich habe zweimal 3% Überlebenswahrscheinlichkeit erwischt. Ich lebe noch, ich bin noch ganz normal. Ne, ich bin nicht psychisch irgendwie durch diese fehlenden Sauerstoff und so weiter. Also ich glaube, es ist soweit alles okay. Kann ich bestätigen, ja. Und dann habe ich doch allen Grund zu lachen. Also ja, es ist beschissen alles, aber ich kann noch leben und ich kann noch eine Sekunde mehr mit meiner Familie verbringen. Ich kann eine Sekunde länger mich über die Arbeit beschweren, über irgendeinen Stau oder was auch immer. Ich bin noch da und da kann ich doch glücklich sein und da kann ich doch dankbar sein und kann es einfach versuchen, ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Warum denn nicht? Das macht das Ganze irgendwo erträglicher. Und ja, das versuche ich mit meinem Buch zu beschreiben, das versuche ich mit den Geschichten, wie jetzt heute, zu beschreiben, dass egal wie beschissen eine Situation ist, ist es immer eine Sache der Ansicht. Ob du es Ja. eben negativ siehst und Kacke, was ist mir alles passiert? Oder eben ich die Chance nehme zu sagen, okay, was bringt mir diese ganze Nummer noch? Was habe ich jetzt vielleicht daraus gelernt? Bin ich Ja. jetzt schlauer geworden? Ja, was kann ich daraus Positives mitnehmen? Und das ist mir ganz wichtig. Und ich kann auch nur sagen, also liebe Zuhörer, sind ja wirklich über den ganzen Zeitraum sehr viele auch kontinuierlich dabei geblieben. Vielen Dank dafür erstmal. Wir haben ganz viele von diesen Geschichten einfach auch nur angerissen. In diesem Buch ist noch so viel mehr drin. Ich sage nur Stalker, finde ich total witzig. Ja, du lachst schon, klar. Einfach toll, ja. Kai Arne Jordan schreibt auf LinkedIn, hat Markus Lanz schon bei Tamara angeklopft, wobei Michael natürlich unschlagbar ist. Ja, vielen Dank. Erstmal dafür, lieber Kai Arne. Hat Markus Lanz schon bei dir angeklopft? Du warst schon im Fernsehen, ne? Ich war schon im Fernsehen, tatsächlich bei RTL, bei Stern TV und im Bayerischen Rundfunk eben. Aber tatsächlich, Lanz war noch nicht dabei, aber ich habe den noch im Blick. Ja, der soll sich mal melden. Also, Ja, das wäre cool. wenn das noch so ist, ich weiß, als mein letztes Buch rauskam, hieß es, seh zu, dass du zu Lanz kommst, da verkaufst du die meisten Bücher. Ich glaube, das hat sich schon wieder verändert. Ich kann Frühstücksfernsehen sehr empfehlen. Also gerade die Sendung, wo ich auch Riesenfan bin, ich gebe zu, Live nach 9 und volle Kanne, die sind einfach klasse. Da schreiben wir jetzt alle mal eine SMS, hätte ich fast gesagt, eine E-Mail an die Redaktion, die sollen dich doch bitte mal einladen. Ich finde, das muss auch erzählt werden, in der Tat. Und das finde ich großartig, dass du das machst, dass du so offen bist. Und dein Buch gibt es bald als Hörbuch, ist das richtig? Ja, es ist in den letzten Zügen. Ja, du sprichst selbst. Du sprichst selbst. Ja, ich spreche selbst tatsächlich, weil ich ja, also in meinem Hauptberuf mache ich auch Weiterbildungen, mache ich auch Podcasts. Von daher ja, ist es im Prinzip mein Steckenpferd und deswegen habe ich entschieden, ich möchte die Geschichte, meine Geschichte selber erzählen. Und deswegen ist es jetzt in den letzten Zügen. Ich bin kurz vor dem Fertigproduzieren und ich glaube, es dauert dann noch mal so 5 Wochen ungefähr, leider dank Audible und Co., bis es dann tatsächlich online ist. Aber ja, ich hoffe, so spätestens ab Weihnachten wird es dann verfügbar sein und man kann es sich anhören. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal gönnen, denn das ist ein Buch, das man definitiv häufiger lesen kann. Einfach, weil es einfach nur unglaublich Spaß macht. So, es kam noch was rein. Ralf Klein meldet sich wieder aus dem ICE. Bin statt WLAN im ICE, Ralf. Das ist ja der Wahnsinn. Richtige Einstellung. Ganz, ganz große Klasse, liebe Tamara. Kein Aufgeben, kein Rückzug. Und eben sagte er auch nochmal: Yes. Eine letzte Frage stelle ich dir noch. Und zwar über das Glück Alltag.
Was bedeutet Alltag heute für dich, liebe Tamara? Ein kostbares Gut. Ein Gut, das man viel, viel, viel zu wenig schätzt. Und für das ich heute jeden Tag dankbar bin. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ich beschäftige mich ja jetzt mittlerweile sehr viel mit Resilienz. Das ist so mein neues Thema geworden, in dem ich noch ganz viel machen möchte. Und da ist auch ein Punkt eben da, die Dankbarkeit. Danke, dass ich da sein darf, dass ich die Chance haben darf, noch weiter hier zu sein. Und das hilft, also es macht einen ein Stück weit glücklicher, glaube ich, auf Dauer. Also egal, wie beschissen das alles war, aber ich glaube, dass mein Leben, dass ich das jetzt glücklicher lebe, weil ich dankbarer bin. Allein schon für so Kleinigkeiten wie eben den Alltag. Dass ich einen Tag habe, wo ich keine Rhythmusstörungen habe. Ich habe nach wie vor eben das Problem mit den Rhythmusstörungen und wenn mein Tag da ist, wo ich eben keine Rhythmusstörungen habe und sorgenfrei leben kann, dann ist es schon ein toller Tag für mich und ich bin dann dankbar, dass ich diesen Tag erlebt habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was man eben nur bekommt, wenn einem so ein Mist passiert. Und sonst ist das halt eben schnell selbstverständlich, was absolut nicht selbstverständlich ist. Ja, wie denkst du über Menschen, die ihren Alltag verfluchen? Ich beneide sie. Tatsächlich, die Menschen wissen gar nicht, wie sehr man sie beneidet. Dass man ein ganz normales Leben hat, in dem man sich keine Gedanken machen muss vielleicht. Und beziehungsweise Gedanken, die jetzt, ja, die jetzt nicht sonderlich relevant sind, wie jetzt zum Beispiel die Arbeit oder ähnlich. Also jetzt Arbeit schon, wenn es, keine Ahnung, wenn es halt einfach Kleinigkeiten sind, wie man es halt oft hat in der Arbeit, dass man sich über einen Chef ärgert oder was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten, das tue ich heute auch noch. Also ich komme da auch noch nicht ganz raus, aber ja, es tut mir wirklich leid und tut mir weh, dass diese Menschen ihr Leben so verfluchen, obwohl sie eigentlich so dankbar sein können. Und ich beneide sie darum, dass sie dieses Leben haben. Das ist echt schade. Und deswegen gehe ich mit meiner Geschichte raus und versuche zu zeigen, wie dankbar eigentlich man sein kann, dass man diesen Alltag hat. Dafür können wir alle nur wahnsinnig dankbar sein, dass du das machst, liebe Tamara. Ich finde es wirklich großartig. Annika, oh, meine Cousine, tolles Interview und die besten Wünsche an Tamara von der lieben Annika. Schön, dass du dabei bist. Alice, meine Tochter, sehr inspirierend, danke. Und Kai Arne sagt, ich kümmere mich, das ist schön. Sehr gut. Er meint damit natürlich Markus Lanz. Ja, vielleicht hat Kai Arne ja Kontakte, also das kann durchaus passieren in meiner Community hier. Ja, wir werden dieses Gespräch veröffentlichen als Podcast und auf YouTube, LinkedIn, Facebook ist es sowieso verfügbar. Und auch dort könnt ihr noch Fragen stellen. Tamara und ich sind verknüpft. Ich werde sie nochmal überall verknüpfen. Dann könnt ihr euch auch mit ihr verknüpfen. Sehr Und gerne. es lohnt sich dabei zu bleiben. Ich würde mir wünschen, liebe Tamara, Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit ist aus meiner Sicht ein so wichtiges Thema. Extrem. Und gerade wissen wir auch über Forschungsarbeiten des Generation Y und Generation Z, was ganz großartige Generationen sind. Du gehörst ja auch, ich glaube, schon fast zu Z, ne? Ja, oder bist du noch Y? So an der Weiß Stelle, ich glaube ich. Dass diese Generation, die ja sehr, sehr behütet aufgewachsen sind, mit Eltern, denen es meistens recht gut ging, die schon ein sehr modernes Erziehungsbild hatten, das kommt den Kindern zugute. Wir haben jetzt Generationen in der Welt, die unglaublich selbstbewusst sind, sehr klar sind auch in dem, was sie wollen, die die Dinge auch einfach machen und durchziehen. Also eine tolle, freiheitsliebende Generation. Das ist der Riesenvorteil. Aber wie es so ist bei Veränderungen, haben Vorteile oft eben auch Nachteile. So im Rucksack und in diesem Fall ist es die Widerstandsfähigkeit, die ist, soll bei diesen jungen Generationen ja schlechter sein. Ich finde, dass es kaum jemanden gibt, der so ein Thema glaubhafter und glaubwürdiger vertreten könnte wie du und mach da doch mal was in Zukunft. Du hast in deinem Buch schon ein paar tolle Tipps dazu. Ich würde mich freuen, vielleicht findest du da ja die eine oder andere Idee. So, Ralf sagt Tschüss, muss wahrscheinlich aussteigen. Sehr schön, dein ICE ist angekommen. Liebe Tamara, vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt hier 1 Stunde 15 Zeit genommen hast für dieses Live-Interview. Es war wie erwartet großartig, weil ich dich kenne, das Buch kenne. Ich weiß, du bist jemand, dem ist die Bühne nicht fremd. Ich finde deine Rhetorik toll und inspirierend und dich als Person Vielen, auch vielen. einfach totaler Wahnsinn, wie du mit der Sache,
wie du das managst, wie du dein Leben managst und jetzt auch diese Offenheit, wie du damit nach außen gehst. Ich denke, ich spreche im Namen aller Zuhörer, das werden dann nachher nicht über live, aber nachher noch Tausende, will ich einfach von Herzen vielen herzlichen Dank sagen, dass du das hier heute mitgemacht hast, dieses schöne Spiel. Ich hoffe, für dich war es auch okay. Ich wollte gerade sagen, ja, genauso war es für mich auch richtig schön. Es hat super viel Spaß gemacht und du machst es echt toll mit Herz, das spürt man. Das ist schön. Von daher sehr, sehr gerne, es hat ultra Spaß gemacht. Dankeschön. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ja? Es ging ruckzuck rum, eine Stunde. Es war so, zack, vorbei. Stunde 15 sogar. Das noch ist, länger, ja. 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 Aber ja, sehe ich genauso. Also für mich war es jetzt wie 5 Minuten. Und meine lieben Freunde, ich sage also nochmal adieu, liebe Tamara. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Und meine lieben Freunde, an euch bitte noch der Hinweis, dieses Buch, das kauft ihr bitte. Ja, es geht auch einem guten Zweck zu. Geht bitte auf die Seite, die ich hier gerade visualisiert habe, die ich vorher schon in die Kommentare geschrieben habe, www.respectyourlimits.de. Dort findet ihr auch zahlreiche Botschafter, die das Ganze mit unterstützen. Die Sache Organspende, ich meine, wenn nach dem Konsum dieses Buchs hier nicht eine positive Einstellung diesem Thema gegenüber gewinnt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich kann es nicht anders sagen. Natürlich ist das immer noch eine Entscheidung des Einzelnen, die viel auch mit dem eigenen Leben zu tun hat. Nur meine Bitte wäre für die, die noch diesen Ausweis nicht haben, schaut euch Tamara an und ihre Lebensgeschichte. Das ist eine von vielen, die es da draußen gibt. Bitte macht das Ganze doch. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und nochmal, kauft dieses Buch, kauft es idealerweise über die Website von Tamara. Dann geht auch gleich was dem guten Zweck zu von diesem Buch. Und aufs Hörbuch und das Weihnachtsgeschäft, da freuen wir uns auch alle sehr. Ich sage herzlichen Dank. Wirklich großartig, dass ihr dabei wart, dass ihr so aktiv wart auch in dem Chat. Bitte verknüpft euch mit der lieben Tamara, lasst uns im Dialog bleiben. Und von meiner Seite kann ich nur sagen, es hat Spaß gemacht, dieses Format. Und weil es Spaß macht, was macht man dann? Nur man wiederholt es, ist ja ganz klar. Und wenn ihr Ideen habt für Gäste, die ich in meinen kleinen Elas Rhetorik Talk einladen kann, aus welchen Gründen auch immer, schickt mir doch bitte auch eine Nachricht. Ich freue mich. Ich habe schon eine ganz große Liste mit unglaublich interessanten Persönlichkeiten, aber will noch mal ganz klipp und klar sagen, dass Tamara jetzt hier am ersten Tag dabei war, das ist ja das Allerschönste. Was Schöneres hätte ich mir nicht vorstellen können. Oh. Vielen, vielen herzlichen Dank euch allen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Egal, wann ihr diesen Podcast hört, empfehlt es bitte weiter. Dankeschön und tschüss. Tschüss.